Willkommen zurück beim Reverse Dieting und ich begrüße euch erstmal mit einem wenig Workout-Footage, denn ich habe meinen Trainingssplit weiter bei dem Vierer-Split belassen. Das heißt, ich werde jetzt sogar einen kompletten Tag der Brust widmen, weil das einfach die größte Schwachstelle ist, die ich habe. Habe ich einfach auf der Bühne gesehen, bei der Diät gesehen. Da muss viel mehr gehen und da gönne ich mir halt den Luxus, den Muskel mal einen kompletten Tag zu gönnen. Und ich bin jetzt auch definitiv der Meinung, ihr seht, ich habe das Gewicht gedroppt. Wir haben 4 Sätze gemacht. Das war jetzt der letzte, habe ich das Gewicht gedroppt, sonst hatte ich 32,5. 8 Wiederholungen und wirklich nur aufs Feeling geachtet. Mind Muscle Connection. Denn ich glaube wirklich, dass der Muskel jetzt einfach gezwungen werden muss zu wachsen. A, Mind Muscle Connection, den wirklich isolieren eine Zeit lang und auch ordentlich Volumen, das heißt mehr Sätze, mehr Wiederholungen. Deshalb It's Chest Day, habe ich ewig nicht gemacht, hat sich richtig gut angefühlt, wie man sieht, ist dann natürlich der Pump auch recht gut und die Chest Press habe ich auch schon Videos vorher erwähnt, finde ich eine richtig gute Maschine ausnahmsweise mal für die Brust, die trifft den Muskel ausgesprochen gut. Und da waren auch noch mal 3 Sätze a 10 Reps, klassisches Volumen Hypertrophietraining. Dann darf natürlich auch die fliegende Variante nicht fehlen für die Weite und auch da seht ihr, achte ich wirklich vordergründig auf den Squeeze am Ende, wenn die Hände zusammenkommen. Tipp dabei, stellt euch vor, ihr bringt die Ellbogen zusammen, nicht die Handflächen. Bewegung wird auch über den Ellbogen geführt und dann ist die Kontraktion viel, viel besser. Und da habe ich zum Ende mal eine Übung ausprobiert, die ich schon zigmal gesehen habe, immer gedacht habe, das musst du mal ausprobieren. Und jetzt fiel es mir wieder ein, wenn ich schon Chest Day mache, dann probiere das mal aus. Und zwar einfach das Hochdrücken mit einer Langhantel vorm Brustkorb. Ich habe da so ein bisschen mit ein paar Varianten gespielt. Das war jetzt, glaube ich, der letzte Satz. Ihr seht, ich habe da auch nicht viel Gewicht drauf, weil ich da jetzt wirklich noch mehr auf die Mind-Muscle-Connection achten wollte. Und wie man sieht, kommt die Übung ganz gut im Muskel an. Alright, ich hoffe, dass die Trainingsfundsch hat euch gefallen. Jetzt geht es gleich weiter mit dem Thema Essen, was mich immer im Moment mehr interessiert. Also checkt aus, was ich so im Reverse Dieting esse, wo ich esse und so weiter. Und viel Spaß mit dem leckeren Essen. Freunde des Reverse Dietings, hier bin ich jetzt wieder zu Hause. Ihr habt das Push Training gerade gesehen. Kurze Eindrücke davon, denke ich mal. Sieht man mich hier ganz gut. Und heute geht's zum Steak-Essen mit der Family. Richtig schönes, gutes Steak ins richtig gutes Steakhouse. Und jetzt muss ich aber natürlich nach dem Workout noch schnell ein paar Calories reinbekommen. Und da habe ich gemacht mein Cookie Dough, Cookies and Cream aus Kichererbsen. Und das Ganze habe ich vom Volumen, seht ihr mal, das Ganze so richtig schön Kuchenteig ähnlich und schmeckt auch so. Was mir halt immer fehlt, sind die kleinen Schoko-Cookies. Die muss ich mal kaufen, das ist noch geiler. Das ist richtig Chocolate Chip Cookie Dough. Aber was ich dazu sagen wollte, das sind jetzt, ist jetzt ordentlich Protein, ein paar Carbs, pflanzliches Eiweiß, da ist noch Magerquark drin, da ist Eis drin. Santamgam habe ich wieder noch reingemacht. Das heißt, durch die Kichererbsen sind da ordentlich Ballaststoffe, das heißt, ich bin erstmal richtig satt und werde wahrscheinlich auch dann nicht so riesen Hunger haben, wenn es gleich ins Restaurant geht. Werde so ein bisschen aufnehmen, das ein oder andere. Jetzt nicht großes Videomaterial, ihr werdet sehen, was ich esse.
Dann seht ihr mal, wie ich so das auswärts mache. Habt ihr ja schon mal gesehen mit Pizza essen, Geburtstag von meiner Oma. Geht alles, kann man alles in die Macros ungefähr fitten. Muss man nur ein Gefühl für haben. Ja. Das ziehe ich mir jetzt rein. Dann fahren wir ins Restaurant und dann wird ordentlich Black Angus Beef gegessen und die Gains gemacht. Was Witziges, oder? Auch die Geschichte. Also von dem Salat könnt ihr gerne noch ein bisschen, also von dem Gemüse noch ein bisschen bei mir abhaben. Möchtest du ein bisschen? Ja, das lässt sich aber super schneiden. Sehr lecker. Ist gut. Weißt du, woran das liegt, dass es sich super schneiden lässt? Medium rare nehmen. Selten schlechtes Fleisch gegessen. Hamburg, aus dem regnerischen Hamburg. Aber okay, jetzt ist der Sommer halt auch zeitlich vorbei, ne? Jetzt können wir nicht mehr meckern. If it rains, train your gains. If it rains, train your gains. Habt ihr gehört? Das ist Julias neuestes Motto. If it rains, train your gains. Das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt ins Leg Workout, ich ins Pull Workout. Und dann seht ihr nachher, werden wir ins mittlerweile weltweit bekannte New Saigon gehen. Habe ich ja gesagt, dass ich nach der Wettkampfdiät endlich mal dahin will. Tapia ist da ja Stammgast. Der hat ja schon eine Bonuskarte. Schon eine Bonuskarte, ne? Ist ja mittlerweile... Zehnmal Reis. Ich glaube, das ist quasi das Chipotle Deutschlands, ja, für die Fitness-YouTube-Community. Und ich muss es natürlich testen. Und für euch in meiner Reverse Dieting Series natürlich proben. Erproben und gucken, ob es gut ist. Aber wenn. Guck mal, da kommt ein Flugzeug runter. Boah, so nah fliegen die bei uns, krass. Wenn Tapia das schon gut findet und etc. Oscar ist ja auch immer da, dann muss das ja eigentlich ganz lecker sein. Aber ich nehme euch natürlich nachher mit. Und dann. Gibt es ordentlich was zu futtern. Jetzt werden aber erstmal die Gains produziert. Und dann gibt es vorher noch eine, schon mal vorher ein bisschen was zu essen. So, Freunde, wir sind endlich beim legendären New Saigon angekommen. Und ich zeige euch gleich mal, was es zu essen gibt. Bin gespannt. Ich habe eine Vorspeise genommen und natürlich auch noch Hauptspeise, aber einmal Reis. Nicht wie Tapia, viermal Reis und dann mit so einem Bauch. Da will ich hin. Reverse Dieting. Darum geht's heute in der Serie. Bis gleich. So, Freunde, Vorspeise. Die Sommerrollen. Wollte ich schon seit Ewigkeiten mal probieren. Hier gibt's die endlich. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Zwiebeln, Hähnchen, Ente. Und Gemüse, schöne Soße, das ist möglich. Ja, ich habe Wantan. Also schmeckt man himmelweit den Unterschied zu dem, bei dem wir das letzte Mal waren. Ja, viel besser. Könnt ihr vergessen. Der Laden. Das hier ist gut. New Saigon heißt der, ne? Ja. Hauptgericht, Ente mit Thai-Curry-Soße, ein bisschen scharf, glaube ich. Das mit roten Curry. Pet Red Curry. Kann ich noch ein bisschen von deiner Soße nehmen, Juli? Ja, kannst du gerne machen. Ich bin gespannt. Bei mir gibt es noch einmal Reis heute. Nicht viermal. Ich habe Erdnusssoße, richtig schön fettig. Chaos-Truppe Orte wieder unterwegs.
Ja, Julia und ich haben mal einfach wieder das Essen verwechselt. Nachdem wir schon gegessen haben, gibst du mal ein. Ist das mal aufgefallen, dass das Huhn ist und dass das Ente ist? Ja. Aber und ich probiere bei Arne und sage, das schmeckt total lecker. Ne? Das ist meins. Jetzt habe ich es dir zurückgegeben, nachdem die Hälfte aufgegessen hat. Das Essen ist richtig super. Ne? Nicht. Kommt besonders auf jeden Fall wieder, Arne, ne? Die Sommerrollen. Und wir wollen uns gleich eine Bonuskarte holen. Ganz wichtig, wir haben ja schon viel Gerichte. Intus. Mal sehen, was man überhaupt kriegt als Bonus. Vielleicht ein Getränk frei oder so. Auf jeden Fall. Springt das aber wahrscheinlich, was ich heute genommen habe, auf jeden Fall die Fat Macros so ein bisschen. Aber vielleicht wegen der Erdnusssoße? Ja, der Erdnusssoße, die war die geilste. Ich bin auch voll. Ich hab das gar nicht. Dann hör auf. Hör sofort auf, jetzt. Hör auf. So. New Saigon war richtig spitze, ne? Richtig, richtig geil. Aber halt auch richtig, richtig fettig. Ich würde mal sagen, das, was ich da alles gegessen habe an paniert, wie nennt sich das? Dieses Krustenfleisch, frittiertes Fleisch, die Erdnusssoße und die Soßen alle, würde ich sagen, habe ich heute allein bei dem Meal schon 60 Gramm Fett bestimmt aufgenommen. Ja. Aber ich habe das ja schon eingeplant. Deswegen mache ich ja diese Series. Ich habe heute Morgen mein Bowl gegessen, den kennen die meisten. Der hat kaum Fett, vielleicht 3-4 Gramm. Dann nach dem Workout mein Eis, das kennt ihr auch alle. Ihr seht, ich esse gerne immer die gleichen Sachen. Das hat auch höchstens 3 Gramm Fett. Und ja, dadurch, dass das eine relativ kalorienreiche Mahlzeit war und wir gleich noch in den Zirkus gehen und erst heute Abend spät wiederkommen, werde ich nichts mehr essen danach, will ich jetzt nur noch mein Protein reinkriegen, ein paar Kohlenhydrate reinkriegen und Low Low Fat. Und das mache ich folgendermaßen. Ich habe zweimal Magerquark. Habe ich schon mal 250 Gramm hier angemixt mit Flavor Drops, White Chocolate. Richtig geiler Geschmack von den Flavor Drops. Und ich mache da jetzt so kleine Schichten draus. Ich habe endlich mal wieder Äpfel gekauft. Jetzt, wenn die Carbs wieder hochgehen, kann ich endlich mehr Obst essen. Da habe ich richtig Bock drauf. Und die werde ich jetzt dazwischen legen. Beziehungsweise kommt oben drauf. Was ich dazwischen tue, sind für die Carbs ein paar Dinkelflocken. Für die, die es noch nicht wissen, erwähne ich es nochmal. Dinkelflocken haben weniger Fett als herkömmliche Haferflocken. Das heißt, auf 100 Gramm nur 2,6. Nagelt mich nicht drauf fest, Haferflocken haben 4 bis 5, je nach Hersteller. Also da spart man schon ein paar Fetts. Deswegen nehme ich die immer und sie schmecken mir halt auch besser. Kannst du mal das Fenster zumachen? Mir ist ein bisschen kalt. Julia ist schon wieder kalt. In Hamburg ist der Herbst 20 Gramm dazwischen. Machen wir 25 drauf. So. Die mache ich dazwischen. Und dann mache ich jetzt noch einen weiteren. Wie viele Schüsseln haben wir denn? Quasi einen weiteren, eine weitere Schicht Magerquark, aber in einer anderen Geschmacksrichtung. Viele mögen das nicht, die wollen natürlich immer einen Geschmack haben. Ich, Leute, die mir schon länger folgen, wissen, ich habe halt so ein bisschen spezielleren Geschmack, was Essen angeht. Das heißt, ich mache jetzt. Einen ausgefalleneren. Ich mache jetzt noch eine zweite Geschmacksrichtung Magerquark drüber. Und Julia beriet mich jetzt mal, was passt zu White Chocolate. Ich habe normal Vanille, ich habe Banane, Apfel, Strawberry und Toffee. Strawberry. White Chocolate, ja, Strawberry? Ja. White Chocolate, Strawberry. So wie mein Magerquark-Auflauf. Mein, wie heißt es? Mein Milchshake war doch auch. Mit weißer Schokolade, stimmt, ne? Und Erdbeer. Das war richtig, ja, falls lecker. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, den letzten Cheat Day abchecken. Da waren wir vegan frühstücken, was wir vorher gar nicht gecheckt haben. Und jetzt gibt's quasi das Medley in gesund.
Obwohl ich das ja nicht mag, die ist gesund und ungesund, kennt ihr ja. Aber halt deutlich kalorienärmer, ne, als so ein Milchshake. So, ne? Einmal eine Pipette mache ich da mal rein auf 250 Gramm. Also das wird eine High-Protein-Mahlzeit und Moderate Carb. Das heißt, da kommen noch die Äpfel drüber und vielleicht noch ein paar Scheiße. Cereals sind leer. Die Cheerios sind leer, habe ich heute schon leer gemacht. Die habe ich noch ins Eis getan. Wir haben da oben noch diese Honeybällchen, die sind noch. Honeyballs. Da oben. Honeyballs. Da. Wo haben wir denn die Honeyballs mal gefunden? Keine Ahnung. Bei Lidl oder Aldi. Das ist so die günstige Variante von den Honeybees von Kellogg's oder was? Ich weiß es gar nicht. So. Kommt da jetzt oben drauf. Passt jetzt so vom Bowl leider nicht. Man bräuchte da so ein bisschen engeres Glas. So. Das heißt enger. Das ist schmaleres, ne? Mhm. Müssen wir zu Ikea und so Sachen einkaufen, weil das. Die meisten machen ja so richtig Foodporn aus ihren Sachen. Ich bin da mal ein bisschen faul. Bei mir muss das einfach schmecken. Natürlich soll es auch gut aussehen, aber. Kann auch beides. Mhm. Ja? Bloß nichts übrig lassen in der Schüssel. Sonst werden die Macros nicht gehüpft. Naja, muss ich jetzt auch nicht zu eng sehen, ne? Wettkampfvorbereitung ist vorbei. So, ich versuche das mal hier so ein bisschen zu verstreichen. Wie ihr seht, Chefkoch Arne hat es nicht so drauf. Also es sollte eigentlich so ein schichtenähnliches Gebilde werden. Aber die Schüssel ist halt nicht so gut geeignet dafür. Dann hättest du so ein Glas nehmen müssen. Ja, da passt die Menge nicht rein. Hätte man ein Glas gebraucht. Oder eine Vase. Die von meiner Oma vielleicht. So, und jetzt haben wir uns gerade gefragt, wie kann man Äpfel in Scheiben schneiden? Ich habe schon wieder nicht, jetzt kriegst du schon wieder nicht im Kopf. Man muss jetzt einfach nur Streifen schneiden. Vierteln und Streifen schneiden. Dafür haben wir uns extra ein YouTube-Video angeguckt. Nee, es war nicht YouTube. Was war denn das? Mein Video. So, jetzt versuche ich hier mal richtig so ein Foodporn-Style. Aber ihr seht schon, ich habe da einfach kein Händchen für. Es gibt so geile Instagram-Accounts von Damen und Herren, die, weiß ich nicht, die müssen so krass viel Zeit haben. Das ist ja alles super aufwendig, ne? Sowas alles zu schneiden und zu machen. Und da habe ich ja echt Respekt vor. Aber deswegen. Kann man nicht erkennen, leider. Nee, ne? So, da arbeiten wir halt noch dran. Hatte ich jetzt gerade mal so Bock drauf. Ich habe extrem Lust auf Obst in letzter Zeit. Das heißt, mein Körper will Carbs. Carbs. Und dann in die Mitte kommen vielleicht noch ein paar Honeyballs. Würde ich sagen, oder? Könnte geil sein. So. 62. 92. Den esse ich gleich so. So, wo sind die Honeyballs? Give me the Honeyballs. Hier. Die Honeyballs sind auch eine Variante von den Cereals, die halt kaum Fett haben. So wie die Cheerios. Ist halt eher Zucker. Schön gepuffter Zucker. Kommt immer gut mit Zimt. Ich bin ja sowieso ein Zimtliebhaber. Ich mache überall Zimt drauf. Oh, auch gern mal zu viel.
So, das Ganze wird jetzt noch... Hättest du auch Honig drüber machen können, ne? Zu den Honeyballs. Ja, aber das toppt dann die Carbs doch so ein bisschen. Und oben drüber... Kannst du auch Honig direkt in den Mund machen. Ja, so wie vor dem Wettkampf einige Herrschaften. So, fertig ist das Ganze. Sieht eigentlich ganz geil aus, ne? Ja. Ja, High Protein, Moderate Carbs. Das riecht nicht. Und mein Lieblingsapfel, deiner auch, ne? Pink Lady. Pink Lady und Granny Smith. Wir haben keinen Apfel gegessen. Unmöglich. So, ich glaube, entschuldigt. Vielleicht seht ihr noch was vom Zirkus, vielleicht auch nicht, dann darf man wahrscheinlich nicht filmen. Wenn nicht. Dann müssen wir Tapia holen, der regelt das schon. Tapia regelt, solche Sachen. Dazu mehr vielleicht irgendein anderes Mal. Auf jeden Fall wird das jetzt wahrscheinlich das Ende der zweiten Reverse Dieting, des zweiten Reverse Dieting Blogs sein. Ja, mal Daumen hoch, abonnieren und so weiter. Ihr kennt das Spiel und dann sehen wir uns beim nächsten Meal wahrscheinlich wieder oder beim nächsten Training. Eins von beiden. Ich genieße jetzt noch den Bowl und die Carbs, die von Woche zu Woche steigen.